Hallo und herzlich willkommen zu einem zweiten kleinen Ankündigungsvideo. Das erste ist ja nunmehr schon etwas über einen Monat her und es gibt schon wieder Neuigkeiten, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Und ja, ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Die erste betrifft meine beiden Hauptprojekte Dragon Age Origins und Amnesia The Dark Descent. Der ein oder andere wird mitbekommen haben, dass ich Dragon Age die letzten Tage nicht mehr hochgeladen habe. Das liegt einfach daran, dass ich nicht wusste, wann, wie, wo, ja, ich das am besten machen kann. Ganz einfach, weil ich euch auch nicht mit Parts zuschütten möchte, sodass am Ende das Gucken einfach gar keinen Spaß mehr macht und man vielleicht bloß noch einen Bruchteil von dem schaut, was man sonst gucken würde. Und deshalb habe ich mir überlegt habe ich auch, aber ich habe überlegt, dass ich ja jetzt immer die Parts im Wechsel hochladen werde, also den einen Tag Amnesia, den nächsten Dragon Age und so weiter. Und ja, sich bloß was doppeln wird, wenn ich eben von dem einen nichts mehr auf Lager habe und nicht zum Aufnehmen komme. Ich hoffe, das ist okay, die Regelung. Macht es mir natürlich einfacher, macht es euch vielleicht interessanter, ich weiß es nicht, ihr könnt ja dazu was schreiben. Aber ich denke, das wird auf jeden Fall die bequemste Lösung sein für zwei doch sehr, ja, für mich auf jeden Fall schöne Projekte, denen ich auch ein gewisses Herzblut widmen möchte. Ja, und deswegen wird das jetzt ab heute und überhaupt und so gemacht. Also heute kommt nochmal Amnesia und morgen Dragon Age. Ja, dann haben wir es endlich geschafft, Aladdin aufzunehmen. Wir sind auch fast durch, das heißt, das Let's Play ist schon fast vollendet mit dem Co-Moderator SorgLP. Also der ein oder andere darf sich vielleicht auch darauf freuen, wenn er darauf schon gewartet hat. Und ja, auch das wird wieder so gehandhabt wie TinyToon. Das heißt, ich werde es immer sonntags hochladen als kleine Erinnerung an die Kindheit. Ja, ansonsten Kurprojekte. Die Sache ist die, dass ich derzeit ziemlich ausgelastet bin. Das heißt, ich werde jetzt kein neues so wirklich anfangen, also zumindest nicht auf meinem Channel hochladen, wenn ich nicht mit Hydro durch bin, also mit dem Lara Croft Let's Play durch bin. Wenn dieses abgeschlossen ist, kann man gerne nochmal was zusammen anfangen, aber es tut mir wirklich leid, aber ich möchte das auch mit Freude und Spaß machen und mit Liebe vor allem zu den Let's Plays. Und je mehr das wird, umso mehr artet das in Arbeit aus und das möchte ich einfach nicht. Es soll halt ein Hobby sein, was Spaß macht und ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Aber ansonsten gerne jederzeit, ne? Also wenn die Zeit es hergibt, können wir gerne ein Together machen. Und ihr könnt euch da gerne für bei mir melden. Alles kein Ding, aber ja, habt bitte, bitte, bitte Geduld. Ja, ansonsten werden andere Einzelprojekte natürlich weitergeführt. Ich werde Slender noch ab und an mit euch spielen. Wir haben uns ja vorgenommen, alle 8 Seiten zu finden. Und da die Nachfrage kam und jetzt, oh Gott, lacht mich nicht aus. Ich werde es sicherlich falsch aussprechen, aber das ist, ja, naja, ist ja auch egal. Jedenfalls SCP-087B, dieses Rennen durchs Hochhaus. Ich habe mal kurz reingeschaut, wie das so funktioniert. Jedenfalls wurde da ja angefragt, ob ich das nicht machen könnte. Und ja, so als Einzelprojekt werde ich das sicherlich ab und an mal bringen, ähnlich wie Slender. Einfach als kleine Auflockerung, aber nicht regelmäßig. Dafür, Trommelwirbel, wird jetzt aber wieder regelmäßig WoW kommen. Ich habe das ja lange Zeit nicht mehr gemacht und war gestern schon fleißig im Aufnehmen. Hatte da ein paar Internetprobleme, aber ist ja auch egal. Jedenfalls wird WoW jetzt auch wieder regelmäßig kommen. Ab und an auch mit einem kleinen Gast. Wer genau, das verrate ich noch nicht, das werdet ihr dann in den Let's Plays sehen. Ansonsten, wer Lust hat, mal eine Runde mitzuspielen, kann sich da gerne auch bei mir melden. Der Realm ist immer noch Ashara. Und ja, wer Interesse hat, mal mit bei einer Aufnahme dabei zu sein, kann das gerne ansagen. Das geht dann natürlich auch wesentlich schneller als ein normales Together. Ja, und damit hätte ich dann auch schon alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich hoffe, ja, dass ihr weiterhin dran bleibt, weiterhin schaut. Ich möchte mich nochmal ganz, 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 ganz doll bedanken. Wir haben jetzt ja schon über 170 Abonnenten und das ist, ja, für mich
eine wahnsinnig große Zahl, die ich überhaupt nicht gedacht habe zu erreichen. Und deswegen kann ich mich bei euch einfach bloß bedanken, auch dafür, dass ihr so fleißig dran bleibt und vor allem auch so unglaublich aktiv und lieb Kommentare schreibt. Und ja, das ist echt eine ganz, 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 ganz schöne Sache, über die ich mich jedes Mal freue. Und ja, ich glaube, ich kann mit Recht behaupten, dass ihr super Abonnenten seid, super Zuschauer seid. Und ja, auf jeden Fall macht ihr das Ganze neben dem Let's Playen an sich schon zu etwas ganz, ganz Besonderem. Ja, und mit diesen Worten, bevor ich hier noch sentimentaler werde, möchte ich mich einfach gerne verabschieden und hoffe, ja, dass ihr einfach weiter vorbeischaut bei Amnesia, Dragon Age und was sonst noch so auf meinem Kanal zu sehen ist. Und ja, bis zum nächsten Part sage ich einfach mal Tschüss.